Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearts of Iron 4 mit dem, mit Österreich-Ungarn. Genau, ich wollte schon sagen mit dem Kaiserreich irgendwas, aber nee. Wobei, ist doch eigentlich ein Kaiserreich, oder? Weiß gar nicht. Das letzte Mal war es ein Zarenreich mit Russland. Kaisertum, ach keine Ahnung, ist auch egal. So. Genau, wir haben in der letzten Folge die USA dann doch angegriffen, weil das hier so buggy war und wir nicht durchkamen in Kanada. Das war alles ein bisschen komisch. Genau, und dann, sah das Ganze hier so jetzt aus, ne? Und wir haben die Sowjets bezwungen, schicken jetzt unsere ganze Armee, man sieht's hier, schicken wir oben nach Kanada und den USA. Verbessern unsere Beziehung, unsere Infrastruktur hier einfach mal. Ich bin gerade richtig im Flow, muss nachdenken und deswegen laber ich hier irgendeinen Müll. Wundert euch nicht. Seid ihr ja eigentlich eh gewohnt. Hier, ne? Müll labern. Gut. Nehmen wir nicht an. Ich würde gerne die Ölquellen haben. Denn da kann man mehr was, also ein bisschen was draus machen. Übernehmen würde ich die. Oh ja, gut, nehmen sie nicht an. Danke für nichts. Egal. So. Gleichzeitig haben wir immer die Infrastruktur hier verbessert. Zumindest haben wir es versucht. Klappt auch ganz gut. Würde ich jetzt mal selbst behaupten. Und Schienen sind dabei sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Deswegen bauen wir auch ganz viele Schienen. So. Ich weiß, irgendwo landen die ganze Zeit irgendwelche Leute. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gucke ab und zu immer so zur Küste. Scheint nicht zu sein. Ja, dann ist auch okay. Wenn da nichts ist. Wir müssen nämlich jetzt nur noch die Kanadier besiegen, wobei das jetzt wahrscheinlich auch wieder geändert wird. Da wir jetzt wahrscheinlich die Amerikaner auch erobern müssen. So, wir können ja mal gucken. Kanadier. Ach ne, nur Kanada. Stimmt, weil die in einem anderen Bündnis sind, die Amerikaner. Macht Sinn. Ich glaube, Marine jetzt noch anzufangen wäre eh nicht wirklich schlau. Deswegen lassen wir es jetzt auch einfach mal. Wir versuchen uns mal hier den Siegespunkt zu holen. Das hat erstaunlich gut geklappt. Generell, hier ist auch nicht viel Gegenwehr. Bei den USA und so weiter. So, wir greifen einfach mal an. Halifax hat auch nochmal 3 Siegespunkte. Hier oben kannst du eh vergessen anzugreifen. Ja doch, kannst du vergessen. Gefühlt ist gleich die USA schneller kaputt als die Kanadier. Hier sind die Briten gelandet. Ja, es könnte halt echt sein, weil die Kanadier hier hinten Vancouver als ihre Hauptstadt haben. Ja, gut, das wird widerlich. Das haben wir jetzt aber schnell erobert. Neue Artillerie. So. Übrigens, Leute, ihr könnt immer in den Abstimmungen, im Community-Tab, könnt ihr immer reinschreiben, nicht reinschreiben, im Community-Tab seht ihr immer die neuesten Beiträge, ihr seht immer die neuesten Abstimmungen, was sollen wir zum Beispiel für ein neues Let's Play zocken nach diesem Let's Play und generell mal so ein paar Sachen, was sollen wir ausprobieren auf diesem Kanal, worauf hättet ihr Bock als Projekt und auch mal was anderes als Hearts of Iron wird auch mal kommen. Schreibt entweder da in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Meistens sind es aber Abstimmungen. Ihr könnt also in die Abstimmung, an der Abstimmung teilnehmen. Und dann weiß ich Bescheid, worauf habt ihr Bock. Und ich benutze da meistens, also wenn es jetzt darum geht, welche Nation sollen wir als nächstes spielen oder welche Mod oder welche Nation in der Mod sollen wir spielen, da benutze ich dann eigentlich nicht meistens, sogar eigentlich immer alle Vorschläge, die mir die ihr mir gemacht habt. Und ab und zu lasse ich von mir natürlich auch einen Vorschlag reinfließen. Aber meistens ist das gar nicht nötig. Gut, wir haben den Krieg gewonnen, Leute. So, und das erste, was wir machen, ist
Jugoslawien erobern. Alle Regionen erobern. Und als nächstes gehen wir hier auf Estland und die russischen Staaten. Wir nehmen erstmal hier das, weil wir, uns gehen die Punkte gleich schon aus. Sehe ich gerade. So. Und so. So. Forderung. Ja, ja, ja. Komm. Geht mir nicht auf die Nerven. So. Gut. Kanada. Ja, könnte man sich was nehmen. Ist aber auch irgendwie ein bisschen mies. Wir können uns das hier klauen. Das ist echt ein bisschen mies, ne? Wir nehmen uns das. Das reicht. Das reicht völlig. Also. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Nö, leider nicht. Doch hier. Nee. Ach, keine Ahnung. Egal, wir lassen es einfach. So, wir wollen ja eh eher Russland haben. Ich möchte hier hinten das Öl haben. So, das Reich soll sich dann einfach darüber erstrecken. So. So. Und so. Wir machen einfach eine schöne Grenze. Ja, machen wir es erstmal. Alle auswählen und fordern. Dann wollen wir natürlich Moskau haben. Wenn wir Moskau nicht haben, was wäre das dann für eine Forderung? Wenn wir schon gegen Russland Krieg führen, will ich auch Moskau haben. Ja, so. Könnten uns jetzt natürlich riesige Gebiete holen. Die riesigen Gebiete sind aber nur dafür da, um einfach zu demonstrieren, wie heftig wir sind. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir sie auch. Gibt zwar schönere Gebiete, aber wir nehmen sie. So. Das haben wir vergessen. So, was haben wir? Komm, nehmen wir. So. Gut, alle auswählen und fordern. Dann machen wir weiter. So, so. Was wollen die Briten denn hier? Was soll denn das jetzt? Gar keinen Sinn. Also, ich, diese Region, ne? Wirklich, die sieht so sass aus. Also, ja, weiß auch nicht. Dass ich das ausgedacht hatte und dabei nicht lachen musste. Vielleicht sind auch einfach alle reifer gewesen beim Entwicklerteam. So, wir nehmen mal das Schutzschiff und das andere Schutzschiff. So, alle auswählen. Ich will die trotzdem noch fordern. Haut ab mit euren Forderungen. Ich will die haben. Können wir noch was wegnehmen von den Japanern? Geht das? Geht das nicht? Das? Nee, ich muss erstmal hier drauf gehen. Ja, das geht, ne? Geil. Dann nehmen wir euch das noch weg. Boah, da sind da viele Ressourcen. Viele verschiedene vor allem. So. Ich finde das geil manchmal. Dieses neue Peace Conference Zeugs. Finde ich nice. Ja, alles wollen wir denn jetzt auch nicht wegnehmen. Obwohl, doch wollen wir. Nein, die sind ja großzügig, ne? So, das können wir denen erlassen. Ja, komm. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, gut. Ah, oh, das sind schon zu viele. Geil. So. Alle auswählen. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen abgeben. Schließen wir mal. So. So. Alle auswählen. Fordern. Jetzt können wir doch wieder was fordern. Nice. Oder auch nicht. Doch. Nicht. Nicht. Ich sehe gerade, die haben auch noch Schiffe, ne? Cool. Achso, das ist das Schiff, worum es gerade geht. Ah ja. Ja, dann nehmt euch halt die Schiffe, ist mir doch egal. Nehme ich mir halt Gebiete. Ist eh wichtiger. So. Mist. Das ist doch jetzt, das ist jetzt echt mies. Ich will ja immer schöne Grenzen haben. So. Und so. Ist das schön? Ich glaube, das ist schön. Doch, ich will die haben. Da bestehe ich drauf. Doch, die will ich haben. Danke. So, jetzt haben wir noch 17 Punkte. Mehr kriegen wir auch nicht. Haben sie keinen Bock drauf. Dann bestätigen wir und beenden. Die Niederlande und Frankreich haben ein Embargo gegen uns verhangen. Okay, ja. Könnt ihr machen. Warte mal, was? 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 Großbritannien, im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Ja, gut, ne? So, wir sind noch im Krieg gegen die USA. Genau, dürfen wir nicht vergessen. Die hier sind alle schön eingekesselt. Geil.
Machen wir jetzt mal eine neue Frontlinie oder was machen wir? Machen wir mal eine neue Frontlinie. So. Also, die nach hier. Was ist das eigentlich? Ich weiß nicht. Wir machen einfach mal so. Die nach hier. Und wir haben jetzt ein bisschen leichtes Spiel, hoffe ich. Da wir jetzt sowieso schon an der Küste sind, wird es ganz cool. Wir können jetzt vorrücken. Und wir sind aus der kalten Region mittlerweile raus. Und sind hier an dem industriell besten Punkt der USA. Ja, toll. Natürlich steht in New York was. Ja, okay, wäre ein Wunder, wenn nicht. Das stimmt. Warte mal, wir können auch jetzt was integrieren. Wir könnten Moskau integrieren. Einfach mal als Demütigung. Okay, haben wir gemacht. Geil. Hier haben wir schon alles integriert. Das Öl hier hinten würde ich gerne integrieren. So. Und gibt es noch irgendwelche Ressourcen, die groß sind? 30 Stahl. Ja, machen wir mal hier unten. Da ist von allem was dabei. So. Wollt's auch nicht übertreiben. So. Jetzt haben wir natürlich auch wieder mehr Fabriken. Das ist klar. Brauchen wir auch wieder mehr Flugzeuge. So, New York. Ist grün. Jo, perfekt. So. Wir können die alle verbessern. So, dann lassen wir die Soldaten in der Zeit mal kämpfen. Wir verbessern die hier so ein bisschen im Hintergrund. Oh, so. Ah, oh, okay, die sind schon alle verbessert. Infanterieexperte. Hier. Und da. So. Cool, wir müssen noch mehr Konvois machen. Geil. Haben wir jetzt eine Marine? Jo, 6000. Perfekt. Geil. Jetzt sind wir echt mächtig. So, dann machen wir das letzte. Und erobern das hier mal eben. Da steht eh nichts. Genau wie hier. Das läuft. Das ist echt heftig, wie das läuft. Wir haben auch die meiste Kriegsbeteiligung. Mal gucken, ob das so bleibt. Hier wird es natürlich wieder scheiße zu kämpfen. So. Hallo, warum machst du das nicht? Oh, ne, das gibt's nicht, ne? So. Danke. Und danke. Ich hoffe, dass sich irgendwie um Alaska kümmert. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Ja, warte mal, wir kamen da doch gerade rüber. Warum habe ich nicht weiter angegriffen? Das war wieder so lost von mir. So, wahrscheinlich Japaner wieder, ne? Ja, Japan fingiert gegen uns. Warum diesmal? Warum fingiert ihr? Ich weiß nicht, warum die fingieren. Ich weiß es echt nicht. Ich hoffe, dass wir Verbündete haben, die da eingreifen werden. Was wir tun könnten, wäre eine Armee aufstellen, die wir sofort reinpacken könnten. Wenn wir sie brauchen. Machen wir einfach mal. Okay, das Bittere ist jetzt, dass wir vor Washington waren gerade. Und jetzt nicht mehr. So, da steht ja doch was. Eine Division. Wow. So und so. So, Washington fällt. Ist gefallen. Schön. Oh mein Gott, was ist denn da wieder los? Egal, die Deutschen machen das schon. Ich mach mal hier. Ich weiß nicht, ob wir da welche bei haben, die nicht auf vollen Vormarsch sind. Kommt mir irgendwie so vor manchmal. Okay, wir haben sehr viele LKWs. 24.000. Oh mein Gott. Was haben wir denn da für Minus? Haben wir irgendwas heftig im Minus? Waffen und Artillerie. Boah, Artillerie haben richtig im Minus. Aber Artillerie ist generell immer im Minus. Ich weiß nicht warum. Norfolk. Ja. Eigentlich müssten wir diese Division müssten wir hier benutzen. Und die müssten wir hier benutzen.
Die Vereinigten Staaten haben 46% kapituliert schon. Mhm. Wir können das Öl hier verbessern. Ausbauen, meine ich. Das können wir ausbauen. Übrigens, die Japaner sind immer noch am Fingieren. Geil. Das können wir ausbauen. Moskau können wir noch ein bisschen ausbauen. Die Fabriken allein. So. Dann könnte... Frankreich ist auch der Europäischen Union beigetreten. Okay, das wird stark. Das wird stark, das Bündnis. Beziehungsweise ist stark. Und echt riesig. Selbst die Schweizer sind da drin. Vielleicht haben die irgendwann Krieg gegen Deutschland. Müssten Deutschland eigentlich rauskicken. Aber dann schließen sie sich wahrscheinlich der großasiatischen Wohlstandssphäre an. Wobei die eigentlich faschistisch ist. Ich weiß ja nicht. Ist jetzt schwierig zu sagen. Oh, die wollen uns wieder einkesseln hier. Tja, ne? Es hat nicht so geklappt, glaube ich. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Okay, ein neues Forschungsteam. Dankeschön. Dann machen wir hier mal ein bisschen was für unsere Rohstoffe. Und haben wir noch irgendwas, was wir verbessern können? Hier vielleicht. Ah. Also wir könnten natürlich jetzt alles voll mit Fabriken klatschen. Machen wir jetzt einfach mal. So, und hier unten machen wir Militärfabriken hin. Die sind jetzt gerade noch wichtiger. Und ansonsten können wir halt einfach alles mit Infrastruktur voll klatschen. Das ginge halt auch. Wie viel Kriegsbeteiligung haben wir? 53%. Ah. Damit könnten wir uns einen riesen Teil der Flotte der USA holen. Könnten wir natürlich probieren. Ist nur die Frage, wozu. Weil wir haben eigentlich kaum noch einen Gegner, ne? Außer Deutschland. Deutschland wird nochmal das riesige Finale. Japan wäre noch da. Ob wir das uns zumuten wollen, weiß ich nicht. Genau wie so wie die Briten. So, wir müssen noch kapitulieren. Nur die Vereinigten Staaten tatsächlich. Warte mal, wer war alles drin? Südafrika hat schon kapituliert, okay. Charleston. Und weiter runter. Gut. Mehr Öl. Dann neue Flugzeuge, ja. Warten wir mal, bis das hier fertig ist. Oder wir könnten mal eigentlich Atomforschung vorantreiben. Wir könnten die Zeit erreichen, in der wir Atompumpen nutzen könnten. Das könnte funktionieren. Und dann probieren wir mal auf Seattle drauf zu gehen, weil Seattle hat nochmal 10 Punkte. Aber Seattle liegt oben, da ist es eiskalt und es ist super bergig. Aber sieht ganz gut aus, ja. Gucken, wenn der dazukommt, so. Könnten das hier noch abschneiden, dann werden wir aber vielleicht auch abgeschnitten, das könnte auch sein. Charleston, du solltest doch nach Charleston. Miami. So. Okay. Gibt es sonst noch irgendeinen riesigen Siegespunkt? San Francisco und Los Angeles können wir probieren. Wird wahrscheinlich eher auch wieder so eine Selbstmordaktion von dem, aber egal. Mobile. Biloxi, New Orleans. So, ich bin übrigens immer noch krank. Ich habe das ganze Let's Play jetzt erstmal in einer Aufnahmesession durchgespielt. Denn es kann ja sein, dass ich noch kranker werde. Und dann war es das komplett. Dann haben wir im schlimmsten Fall gar keine Folge. Und ich versuche ja immer täglich eine rauszubringen. Das hat bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Außer, ich glaube, an einem Tag bis jetzt. Bin ich auch ganz stolz drauf. So, muss man ja aber auch machen, weil sonst wisst ihr ja nicht, wann kommt jetzt eine Folge raus, wann kommt keiner raus. So. So, Mobile. Oh mein Gott, das klappt einfach. Oh mein Gott. Dann war's das jetzt. Dann wird's halt entweder jetzt eine XXL-Folge oder ich beende die jetzt, wenn die jetzt nicht kapitulieren.
97%. Oh, nee. Und die erobern es jetzt auch noch zurück. Ja gut, Leute. Ich würde aber dann sagen, bevor sich das noch weiter zieht und wir gleich in der Friedenskonferenz sind und das 1000 Jahre dauert, ja, beenden wir die Folge, oder? Ich weiß nicht. Wir könnten das eigentlich jetzt auch noch schnell schaffen. Dann wird es halt mal eine längere Folge kommen. Ist jetzt auch egal. Ich werde mich zwar im Schnitt wieder ärgern. Oh, dauert heute länger. Aber komm, egal. So. So, dann gehen wir nach San Diego und dann haben wir es auch. So, hier ist noch was. Da ist noch ein Siegespunkt. Portland. Dann war es das auch. Gut. Hier, so, da. So, fertig. Gut. 7,4000 Waffen. Okay, stabil. Wir haben nicht viele Punkte. Das wird die Friedenskonferenz nochmal deutlich verlängern. Warte mal, die mexikanischen Gebiete braucht kein Schwein. So. So. Österreich-Ungarn erobert die USA. Das hätte ich auch nie gedacht. Dass ich das mit Österreich-Ungarn mal hinkriege. Nö, damit habe ich echt nicht gerechnet. So. Die will mir auch keiner wegnehmen. Ich glaube, die hängen, die gammeln alle mit ihren Schiffen da gerade rum. Sind da am Geiern. Können sie ruhig machen, ist mir egal. Ich brauche die Schiffe nicht. Die Schiffe kann ich immer noch produzieren, wenn ich da Bock drauf habe. So, Südafrika und Mexiko. Mexiko haben sie mir schon weggenommen. Ah ja. Ja, okay. Ich will aber den Panama-Kanal, den lasse ich mir nicht nehmen. So. Philippinen ist nicht so wild. Brauche ich nicht. Dann nehme ich mir lieber Mexiko, bin ich ehrlich. Südafrika. Könnte man sich auch nehmen. 500 im Ernst? Nee. Aber hier, oh, seit wann gibt es hier so viel Chrom? Heftig. Nee, das nehme ich mir auf jeden Fall nicht. Das habe ich noch vergessen. Dann nehme ich mir doch noch ein bisschen was von Mexiko. So, so und so. So. Und so. So. Nö, die nehme ich mir alle. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. So. Und, oh, ich habe noch 500 Punkte. Geil. Dann nehme ich mir lieber alles. So. Alle auswählen und fordern. So. Alle auswählen, fordern. Und wir können uns tatsächlich noch ein paar Schiffe nehmen. So, oder eins halt. Gut. Das war's. Mehr können wir nicht tun. Dann war's das jetzt. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch einen richtigen Gegner. Und zwar, oh mein Gott, der Habsburger Pakt ist aber echt außer... Obwohl, warte mal, wir haben ja noch die Europäische Union nach Deutschland. Wie viele Leute hat der... Eine Million... Nee, warte mal, 2 Millionen haben die Deutschen im Feld. So viel haben wir nicht mehr im Feld. Oha. Die machen uns aber Konkurrenz hier. Ich würde aber sagen, wir machen mal... Machen wir ein bisschen motorisiert hier rein. So. 48 machen wir mal. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wurde mal ein bisschen länger, dann zeigt mir es gerne mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar oder einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach wie immer in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.